Nein, okay, bist du erst nein. Auf R bleiben geht viel schneller. Inwiefern auf R bleiben? Moment, so lange, bis man den Startraum hat mit dem Goldraum. Ich mag das hier gerade überhaupt nicht. Ich habe zuerst gedacht, man, Tiny Plant könnte lustig sein. Habe ich hier ihn gerade eingesetzt. Ich dachte mir, ja, das ist, nein. Aber hey, wenigstens haben wir mit Tainted Lost bessere Items als mit anderen Charakteren. Das ist eine Sache, die wir nie vergessen sollten. Mächtig. Mächtig. Absolut mächtig. Okay. Das ist ein potenzielles Run-Winner-Item. Wenn wir noch ein, zwei Items in Kombination dazu bekommen. Das ist ein Runwinner. Direkt aus dem Nichts. Jetzt nur nicht sterben. Ich meine, das ist Voraussetzung für die meisten Runs. Sehen wir, wie einfach ich die Gegner wegbekomme damit. Oh Gott, ich mag diesen Raum hier nicht. Oh, Spoonbender. Spoonbender habe ich so, bekommt man nur noch so selten. Das ist aber so ein gutes Item. Ich dachte kurz, dieser Raum wird mich killen. Denn die Schwabbels halten viel zu viel aus. Ich habe letztens einen Spoonbender-Run verloren, einen Soymic-Run gewonnen. Alles möglich, will ich damit sagen. Ja, aber ich glaube, Soymic wurde auch ein bisschen stärker gemacht im Vergleich zu früher. Ebenso wie Spoonbender. Hm. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, Spoonbender wurde stärker, dadurch, dass viele Synergies gibt, wo Spoonbender halt viel hilfreicher ist. Okay, los geht's. Ich wusste nicht von der Explosion am Ende. Uiuiuiuiuiui. Da wird einem gleich ganz schwindelig. Also, wir wollen noch, Secret Room. Ja, jetzt brauche ich noch ein Spacebar-Item und dann haben wir... Warte, habe ich das Trinket weggelegt? Wo ist mein Trinket? Da habe ich ein gutes Trinket dafür. Im Shop hatte ich, glaube ich, auch... Ich war nicht im Shop. Warum war ich nicht im Shop? Schon das Item von dem Boss. Ja, der Boss hat mir eine Box gegeben. Oh Gott. Ich denke, wir wollen das für den Fall der Fälle. Diesen Raum gehen wir nicht nochmal rein. Die Birne ist jetzt ein Item. Warum ist die Glühbirne ein Item? Oh, ja, ich sehe es gerade. Warum habe ich es rechts in der Item-Anzeige? Oh, wegen der Goldpille. Natürlich, natürlich wegen der Goldpille. Stimmt, dann verschluckt man ja Trinkets. Das vergesse ich immer, dass das eine Sache ist. Wir gehen in die reguläre Ebene. Ich will mein Glück nicht weiter herausfordern als nötig. Ich habe das Gefühl, ich fordere schon mit meiner Existenz in diesem Run mein Glück sehr stark heraus. Lass mich einfach noch irgendwas Gutes Kombination mit Spoonbender bekommen. Oh mein Gott, das wäre so gut. Irgendwas Gutes wäre jetzt so gut. Wisst ihr, wie gut jetzt was Gutes wäre? Das wäre so gut. Mein Gott. Im Vergleich zu diesem Raum, der ist gerade ziemlich schlecht. Na, dann wiederum, ich könnte wahrscheinlich auf so einen Metallträger. Ohne erwischt zu werden. Goldpelle ist sehr OP. Ja. Ich vergesse halt immer, dass die eine Sache ist. Ich hätte jetzt, glaube ich, echt gern Spacebar-Item. Vielleicht können wir was Gutes aus dem Feuer bekommen. Verschätzt es nicht. Hm.
Nicht von den Gegnern kontrollieren lassen. Du kontrollierst die Gegner, nicht umgekehrt. Ich fände es übrigens fair, wenn Lost und Tainted Lost gratis an Sacrifice Rooms spielen könnten. Das klingt jetzt so, als ob ich es nicht so meine, aber es meine ich so, wie ich sage. Ich denke, das wäre relativ fairer Ausgleich. Absolut, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja, ja, ja. Okay. Secret Room, bist du zufälligerweise hier? Zufälligerweise nicht. Cool. Ah, okay. Ah, ich denke, ich gehe direkt zum Boss. Nein! Ich wollte Leertaste drücken! Oh nein, das war so dumm. Los geht's. Los geht's. Versuchen wir uns davon nicht zu sehr ablenken zu lassen, sondern freuen uns an dem, was wir stattdessen bekamen. Und ich habe natürlich noch meinen All-Stats ab durch die Glühbirne. Das sollte ich auch nicht unterschätzen. Da ist ja die Spoonbender Synergy, das stimmt. Auf die haben wir gewartet. Wollt mich verarschen, oder? Okay, wir leben. Wir leben. Dieser fucking Raum. Oh mein Gott. Dieser Raum ist nicht gut für so einen Run. Aber ich habe das Gefühl, es habt ihr auch ohne mich schon herausgefunden. Ausgerechnet. Aber hey, das ist doch ganz nett. Ja, noch nicht so nett. Ich habe aber jede Menge Cash bekommen. Das heißt, wir können auf jeden Fall im Shop unter Umständen was Nettes mit dem und oh mein Gott, Brimstone Spoonbender. Es fehlen halt noch ein paar Stat-Ups an dem Punkt, aber wir sind auf einem guten Weg. Oh. Yes! Warte, ich habe nicht ganz gelesen, was es bringt. Habe ich eine Wiederbelebung bekommen? Habe ich gerade eine Wiederbelebung bekommen? Ich habe eine Wiederbelebung bekommen, oder? Ich habe eine Wiederbelebung! Oh mein Gott. Ich habe gerade eine Bombe verschwendet, aber das ist mir wert. Oh mein Gott. Oh, komm schon. Ich dachte, es bringt das gleich wie bei regulären Lost, dass einfach Shit-Items aus dem Pool genommen werden, aber... Mein Gott, das kann ich so auch durchaus akzeptieren. Wir brauchen jetzt halt noch irgendwas, womit ich Karten spawnen kann. Das wäre echt gut. Und irgendwas, was mein Damage noch ein gutes Stück erhöht, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, gehen wir zum Boss. Ist gleichzeitig gut und katastrophal.
Ich will das so nicht machen. Ich habe so große Angst. Ich habe so große Angst. Okay, shit. Nicht gut. Nicht gut. Aber das ist ein hervorragendes Pickup. Welches Trinket? Welches Trinket? A plus? Ja, perfekt. Ist wahrscheinlich sinnvoller. Oh mein Gott. Okay, nächste Ebene. Oh Gott. Jetzt kann ich nicht getroffen werden. Das macht mir ein bisschen Angst. Das ist nicht wert. Mein Damage sollte auf jeden Fall gewaltig jetzt sein. Dank Lump of Coal. Yeah, das ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Wir brauchen aber irgendwie noch eine Karte. Oh mein Gott, das ist super stark. Und ich werde gleich noch stärker. Und zwar jetzt. Wenn ich noch eine Karte irgendwo bekomme. Ist bloß in keine Stachelsteine laufen. Ehrlich gesagt ist das keiner der Faktoren, wo ich mir Sorgen mache gerade. Es gibt viele Dinge, die mich in diesem Run gerade mir Angst machen. Wo ist eigentlich mein Mal 1 hin? Habe ich mein One-Up verloren? Habe ich mein One-Up irgendwann verloren? Ist das eine Sache? Wooden Nickel ist halt interessant, aber... Oh, der Curse der Ebene. Oh, okay. Ich denke, wir nehmen Treasure Map mit. Was würdet ihr sagen? Was ist besser im Kampf? Plumflut oder Monstrus Zahn? Plumflut habe ich, glaube ich, noch nie eingesetzt. Monstrus? Okay, bleiben wir bei Monstrus. Muss auch nicht so lange aufladen. Das soll mir also soweit alles recht sein. Machen wir direkt den Boss. Plan verliert man so schnell die Übersicht, aber das ist nicht gut für mich. Also ich sollte nicht viel passieren können, wenn ich einfach hier bleibe. Okay. Hervorragend. Ein gutes kleines Damage-Up. Will ich die Ebene noch weiter erkunden? Ich weiß gar nicht. Unglaublicher Lacker, inwiefern? Meinst du wegen den Items hier? Ich habe einige Runs gekillt, um das zu bekommen. Ich sollte das mitnehmen, glaube ich. Aber ich traue mich nicht, ich hätte gern was zum Rauswarpen. Ich meine, wenn man mit Tainted Lost irgendwo hinkommen will, braucht man gute Items. Das heißt, bei dem Tainted Lost Run ein Lacker zu sein. Ich habe das Gefühl, das ist die Natur der Sache. Ansonsten wirst du mit diesem Charakter nicht weit kommen. Eine Warp-Karte wäre halt echt cool. Ich sollte generell schauen, dass wir vielleicht eine Karte irgendwo herbekommen. Das würde mein Leben ungemein erleichtern. Zwei Bomben. Und du gib mir auch eine. Oder irgendwas. Bitte. Lockdown. Autsch. Das ist ziemlich cringe, wenn du nur ein Lockstat von 10 hast. Muss ich ehrlich gestehen. Wir finden so viele Pillen, aber es bringt mir alles nichts. Dieser Raum kann gleich die Schnauze halten.
Der genauso. Okay. Ja. Gibt keinen Grund in dem Raum gerade mehr Zeit zu verbringen. Shit, wie steht ihr zu Roid Rage? Ja oder nein? Roid Rage, ja oder nein? Ist hier was? Nein. Es würde mir zu spawnen helfen, aber sonst kein Item, aber Range-Up und sowas bringt mir nichts. Dafür gegen Bosse zu kämpfen, ist es nicht wert. Wie ich sehe, hat jeder Nein geantwortet, also sind wir uns da soweit einig. Oh, wo ist der Secret Room? Ja, ja. Wenn ich kein Brimstone hätte, wäre es wahrscheinlich eine Überlegung wert, mit Brimstone ist es schon ein bisschen scheiße. Oh. Ja, warum nicht? Vielleicht bekommen wir Magic Mushroom. Auch wenn der in dem Spiel gefühlt hier nicht mehr droppen kann. Die Droprate ist so mies geworden von diesen Pilzen. Also ich meine jetzt nicht weil wegen Magic Mushroom. Ist mir schon klar, dass ich den nicht einfach bekomme, aber irgendwas. Pretty Fly ist stark. Das ist ein großes Pickup gerade. Pretty Fly ist ein pretty gutes Pickup. Interessant, aber ich weiß nicht. High Priestess? Ja, yeah, warum nicht? Würde uns gegen Boss irgendwann weiterhelfen. Unidentified Kill. Luck up! Oh, dieses Mal... Ja, nein. Ist, denke ich, prinzipiell ein relativ cooles Trinket. Das Problem ist nur, das Trinket, das ich ansonsten habe, ist zu gut. Da kannst du dann doch nicht so ganz mithalten. Small Rock. Kein Small Rock. Greed? Kein Greed. Aber auch sonst nichts, was ich wirklich haben will. Oh Gott, ich lebe noch! Ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Schlicht und ergreifend. Gott, können wir bitte... Sind beide miserabel. Ich schätze, ich sollte versuchen, auf Conjoint zu gehen. Dieser fucking Raum gerade. Ich wusste halt wirklich nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Es waren auf einmal, ich war auf einmal umgeben von den Gegnern. Ich sollte besser versuchen, auf Secret Rooms zu gehen. So, ganz ruhig bleiben. Das Wichtige ist, ich darf mich davon nicht zu sehr verunsichern lassen. Oh Gott! Oh, das ist ein Orbital. Orbitals sind gut. Orbitals sind schwer in Ordnung. Orbitals sind immer gut für mich. Es gibt kein Nine Lives mit Tainted Lost. Nine Lives sind keine Option in diesem Run. Aber ja, ich denke, ich werde die Ebene noch weitermachen, weil... Wenn ich so eine dumme Karte bekommen kann, wäre das echt stark für mich. Es wäre sogar sehr stark. Zu stark. Nicht zu stark, aber ziemlich stark. Ich sollte alles in meiner Macht Stehende tun, um nochmal eine Holy Card zu bekommen. Das Problem ist, ich kann nicht so viel tun. Meine Macht ist dann doch sehr überschaubar. Könnte der... Huh?
Ich kann nicht wirklich da oben sein, oder? Versuchen wir es. Nein. Ich hatte noch Tinted Rocks herumliegen, aber... Ist hier vielleicht der Cursed Room? Secret Room. Verzeihung, dass ich dir mal verwechsle. Oh, ich habe sogar mein plus 10 Luck Up Trinket verloren. Ja, ist wahrscheinlich nicht gut. Kann ich das da oben noch mitnehmen? Oh, das ist kein Trinket, das man einfach so verlieren will. Nehmen wir also das stattdessen mit. Die Uhr ist gut. Du meinst im Shop? Stopwatch. Ich meine, ja doch, die Stopwatch wird unser Leben retten. Wenn ich so drüber nachdenke, welchen so einer Situation bin, wie gerade eben, kann ich dann einfach rausgehen und es nochmal versuchen. Die Stopwatch sollte hilfreich sein für uns. Okay. Wir müssen einfach nur irgendwo eine Holy Card herbekommen. Das ist aktuell das Allerwichtigste. Mit sehr viel Abstand. Ich hätte hier eigentlich mein Ding ins Einsetzen sollen. Emperor. Speedball. Speedball ist kein Item, das ich mir gewünscht hätte. Muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, das ist für sich zu schnell bin. Luck down. Emperor-Karte können wir aber an sich dann später noch einsetzen. Kein Greed? Ich meine, schätze ich den Poke-Go mit? Warte, Poke-Go macht den Raum unübersichtlich. Oh nein. Unübersichtlichkeit ist nicht gut. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich bin gerade zu schnell unterwegs. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. 1,8 Speed ist schon echt viel. Dann wiederum, ich kann damit auch gut ausweichen. Ein Säckchen könnte eine Holy Card sein. Das stimmt. Das stimmt. Spun ist auf jeden Fall, heißer Kandidat von Items, die ich gerne mitnehmen würde. Dieser Raum gerade war kritisch. Shot Speed Down. Ich glaube, das werde ich irgendwie verkraften können. Oh Gott, nein. Yeah! Yeah! Spritze gönnen, Hourglass rauswarpen. Ja, aber dann habe ich doch die Spritze nicht mehr. Oder? Nein. Richtig. Emperor wäre... Ich habe vor, später die Emperor-Karte dafür noch zu verwenden. Ich will nur erst noch die Ebene weiter anschauen. Denn ich bin noch auf der Suche nach einer Holy Card, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Die würde mein Leben nämlich ungemein erleichtern. Vor allem gegen Mom. Mom wird viel aushalten, da sind viele Gegner. Oh Gott, in der Arena und das ist nicht gut. Wo wir gerade von das ist nicht gut reden. Ja, ich weiß, dass da noch eine Warp-Karte war. Ich habe nur gerade nicht vor, da noch näher reinzugehen als nötig. So, warte, habe ich jetzt... Secret Room, bist du hier? Nein! Okay, wir können das Säckchen nicht mehr kaufen. Ach, egal. Mit Roid Rage schätzt du jetzt Spun. Ja, yeah, das stimmt. Yes, wir können das Säckchen noch kaufen. Wir holen das Säckchen und dann... Mal schauen.
ich würde halt echt gerne noch eine Holy Card haben. Nichts. Ist nicht gut. Haben wir einen Keybagger auf der Ebene? Ah, im Secret Room, yeah. Ja, doch, in dem spielen wir eine Runde. Drück mal was raus, mein Alter. Sagenhaft. Absolut fantastisch. Man kann es nicht anders sagen. Oh mein Gott, der Typ wäre gekommen. Warte, das ist die Mom, die nicht spawnt. Das ist hervorragend. Oh. Negativ oder Polaroid? Wonach ist uns heute zumute? Wonach ist uns heute zumute? Negativ, alles oder nichts? Ja, negativ. Okay. Das gibt uns mehr Damage, deswegen wollen wir es mitnehmen, ist, denke ich, der Plan. Bekomme ich jetzt eigentlich einen Unlock, dafür, dass ich Mom gemacht habe. Und jetzt wird die Scheiße noch unangenehmer, als es gerade schon der Fall war. Der Tower. Denn jetzt werden die Gegner unangenehmer. Gute Sache ist, dass mein Damage immer noch absolut hervorragend ist gegen reguläre Gegner. Mein Damage ist leider nicht so gut gegen Bosse. Wie es wahrscheinlich üblicherweise der Fall ist. Gott, ich wünschte wirklich, ich könnte irgendwo noch eine Holy Card herbekommen. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich jetzt eine Holy Card gerne noch hätte. Nein! Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, aber genau einschätzen werdet ihr das nie können. Wie sehr es mich gerade nach einer Holy Card dürstet. Gulp! Puberty Nummer 2. Es war die Teile um mich herum, die fangen Projektile ab, richtig? Das heißt, wenn nicht gerade ein Gegner komplett in mich reinrennt, sollte ich auch ein paar Projektile überleben können. Mach, oh mein Gott, kann ich euch bitte wegsprengen? Oh mein Gott, kann ich nicht. Die beiden werden mich umbringen. Die werden mein Todesurteil. Ich weiß es einfach. Die sind einfach so sehr im Weg. Beziehungsweise sie blockieren so sehr meine Sicht auf die Gegner. Oh mein Gott, die Augen kann ich so schnell killen. Okay. Boneheart war da gerade. Das ist, glaube ich, das erste Boneheart, das ich gefunden habe. Wo ist denn der Secret Room? Da unten ist er auch nicht. Mir egal, wir gehen weiter. Ich mache enorm viel Schaden. Du meinst den kleinen Brimstone-Begleiter? Oh, ich habe zwei! Oh Gott. Oh Gott, ich bin gerade in den Gegner reingerannt. Aber ich habe überlebt, weil mein Feuer da war. Squeezy. Ja, bitte. Zum einen Conjoint und zum anderen Rotten Baby. Los geht's! Oh, los geht's. Oder weiter geht's. Wir haben kein Mapping auf dieser Ebene, aber wir werden sehen, wie es laufen wird. Ich kann auf jeden Fall meinen Brimstone inzwischen sehr schnell aufladen. Und durch mein Trinket, welches inzwischen permanent bei mir ist, dank der Goldpille. Ich dachte, ich kann es mit dem Gegner. Ich mag das nicht. Ich bin mir gerade so sicher, dass das ein Gegner ist.
Welcher Char war das zu Beginn? Tainted Lost. Das bedeutet, wenn mich ein Gegner trifft, bin ich tot. Denn zu einem großen Ausmaß ist er immer noch Tainted Lost. Das Sun? Sun ist okay. Okay. Ich gebe zu, dass das... Oh mein Gott, die Gegner. Ich gebe zu, dass das riskant war, aber... Es ist, wie es ist. Wir haben es überlebt. Okay, los geht's. Fuck! Okay, wir gehen jetzt runter. Wir werden nicht zu harsch gehen. Okay. Ich will hauptsächlich die Karte gerade freidecken. Oh mein Gott, wir haben wieder den bekommen. Oh Gott. Ich mag dieses Leben auf Messers Schneide nicht, wisst ihr das? Ja, wenn du schon mal hier bist, dann gönn uns auch noch mal ein bisschen was. Ist okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, da ist gerade einer in mir drin gespawnt. Was kann Tainted Lost eigentlich außer Gegner one-hitten? Von Gegnern gewonnen-hittet werden. So, das wird jetzt ein Spaß. Oh mein Gott, ich wurde einfach so oft getroffen. Das Wichtigste ist, auf die explosiven Fliegen achten. Wenn wir die besiegen, ist alles okay. Dann kann er uns nicht einfach zerstampfen. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Sicher werde ich da reingehen. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Okay. Lass dir die Hose runterziehen, Isaac. Kann ich hier alle Items mitnehmen? Oh. Oh. Death's Touch. Das hätte so gut sein können, aber es ändert im Endeffekt nicht allzu viel. Nein. Okay. Ich habe trotzdem eine akzeptable Entscheidung getroffen, wenn er mich fragt. Gott! Oh, ich habe die nicht gesehen. Das ging alles zu schnell. Ich habe sie nicht gesehen. Aber... Aber. Zwei Tainted Lost Unlocks. Was haltet ihr davon? Ah, okay. Das wäre erstmal ein bisschen stressig.